Saisondebüt für den Langnau-Goalie Ivar Spunenovs gibt sein Comeback nach seiner Adduktorenverletzung. Und ganz besondere Vorzeichen, er hat nämlich vor wenigen Tagen seinen Vertrag verlängert bei den SCL Tigers bis 2022. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, vermutlich der wichtigste und ich klammere teuerste Mann bei Langnau. Sehr bald wenigstens. Da wollen sie wieder nicht kommen, da wollen sie wieder nicht drauf eingehen. Hey, sicher eine wichtige Unterschrift für Langnau. Es gehört zu euch intern. Man will das Ganze stabilisieren. Mm. Ob jetzt das der tiefste Mann wird sein in Langnau, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. So hoch bin ich in Langnau nicht, aber sicher ein guter. Aber es ist sicher, wenn der Ivars auf die Geldbörse schauen wollte, dann hat er das nicht gemacht. Und irgendwo durch muss man das sehr hoch im anrechnen. Der wird sicher einen guten Vertrag haben, keine Frage. Aber er weiss, was er dort hat. Er weiss, dass es ein Umfeld ist, das für ihn stimmt. Er weiss, dass man auf ihn baut. Und man hat das auch bewiesen in der Vergangenheit. Und dass er nachher sagt, warum jetzt wegkumpen oder vorrennen und alles neu riskieren, wenn es doch für mich stimmt. Schön gibt es das auch noch in dieser Zeit und nicht nur immer der hohe Geldbetrag. Ja, okay, das mit dem Geld ist einen, aber auch mit den Perspektiven an anderen Orten. Oder? Er hat mit Bern Gespräche geführt, unter anderem. Warum haben die Perspektiven für ihn nicht gestimmt in dem Fall? Oder was ist besser in Langnau als beispielsweise in Bern? Ja, er muss nicht raus aus seinem Umfeld. Oder? Er hat genau gemerkt, wer alles für ihn da ist, wie er begleitet wird, wie er gecoacht wird, wie viel Vertrauen man ihm entgegenbringt. Ich sage nicht, das ist in Bern schlechter, aber es ist neu. Also es ist immer ein neuer Anfang, wenn du ein anderes Dress anlegst, wie eine andere Garderobe gehst. Und dass er weiss auch, dass er in diesem Umfeld in Langnau einen sehr grossen Schritt gemacht hat. Das weiss er auch. Und mit einer guten Saison in Langnau oder einer guten Saison in Bern, das schmälert deine Zukunftschancen nicht. Das spielt nicht eine Rolle, was für einen Stress an hast, das spielt eine Rolle, wie gut du bist. Und Zukunftschancen, da hofft er sich natürlich dann irgendwann auch einen Schritt in die NHL können zu machen. Das aber eben in Zukunft. Im Moment läuft jetzt mal der Vertrag bis 2022 in Langnau. Heisst aber für den SC Bern, dass man eine andere Goalie-Zukunft muss haben. Und eigentlich hat man ja so eine Lösung gerade vor der Nase. Und zwar mit ihm, mit dem Philipp Wüthrich, 22-jährig Goalie, der heute zu seinem National League-Debüt kommt. Bis jetzt war er Ersatz von Tommy Karhunen, der die ersten vier Spiele gemacht hat. Er ist der, der kommt als Swiss League-Meister in Langenthal. 2019 war das. Er hatte hervorragende Quote in der zweithöchsten Spielklasse bei uns. Was dürfen wir von ihm erwarten heute Abend oder überhaupt in dieser Liga? Ja, man kann sich freuen, dass er überhaupt spielen kann. Ich glaube, wir sind alle glücklich, dass wir ihn jetzt endlich mal sehen in der Nationalliga. Und es wird, so wie er bis jetzt gespielt hat in der Swiss League, wird das Vorzeichen sind da, dass es ein grosser Goalie wird. Und ich glaube, die Jungen müssen können noch spielen irgendwann. Man hat es jetzt gesehen mit dem Ludovic Weber, der mit Einschlag war, als Nummer 2. Er bekommt seine Chance in Zürich, kann sie nutzen. Also man braucht eine gewisse Geduld. Aber ich glaube, die haben das drauf und die sollen können spielen. Ja, und er soll eben seine regelmäßigen Einsätze bekommen. Heute ist es der erste für den SC Bern in der National League. Er ist unter anderem im Einsatz. Wir wollen euch zeigen, wie das sonst aussieht in Langnau und in Biel. Dort sind also maximal 1'000 Leute in den Stadien. Ein anderes Spiel, das am Laufen wird sein, ist Ambri gegen Lausanne. Das sind die drei Partien, die ihr mit MySports Pro könnt mitverfolgen könnt. Auf MySports One gehen wir jetzt in die Tissot Arena zum Andreas Hagmann bei Biel. Gegen Bern ist also er einer von diesen 1'000 im Stadion.